Und damit herzlich willkommen an alle Gigos und Gigas da draußen. Der Skyline ist am Start. Am Start. Und mit einem kleinen 20-Abonnenten-Special. Ja, vielen Dank für die 20 Abonnenten, die ihr mir gemacht habt. Finde ich total cool. Und hier eine coole Battlefield 4 Tragetasche. Ja, ich wollte mal ein bisschen mal was zeigen hier, und zwar wie ich so spiele, wo ich so spiele, was alles dabei ist am Start, mit was ich aufnehme und sowas. Und ja, anfangen tun wir mit dem ersten Schrank der Wohnwand. Da oben haben wir auch gleich erstmal Sniper Ghost Warrior in der Sonder Special Collector Edition. Habe ich ja schon erwähnt, für 59 Euro kriegt man das Ding schon im Laden, original und so. Ja, wie schon gesehen, hängt da erstmal coole Battlefield 4. Tüte. Direkt darunter haben wir dann eine dicke Halo Collection, würde ich mal sagen. Halo Legend, Halo Anniversary, zwei Steelbook Edition von Halo 4 und Halo Wars. Dann haben wir noch hier die krasse DVD Halo Forward Unto Dawn, die frisch rausgekommen ist. Das Buch zu Halo Reach, also was heißt das Buch? Das Tagebuch von Dr. Catherine Kelsey. Dann die beiden Special Edition Halo Reach und Halo 4. Da unten drunter haben wir dann einen coolen Ventilator und eine scheiß krasse Telefongedönsekacke und das hässliche Modem hier. Es ist total dumm und unbrauchbar. Machen wir weiter. Dann fehlt leider hier ein Regal, weil in diesem Loch wollte es irgendwie nicht mehr rein. Haben wir hier einmal vier Halo Bücher, da fehlen leider noch ein paar. Habe ich letztens bemerkt. Dann, keine Ahnung, was das darstellen soll. Ja, mir war auch langweilig. Dann habe ich hier einmal ein bisschen am Rumbasteln gewesen. Eine BR und eine AR. Ich weiß, sieht nicht gerade schön aus, aber zum Ausstellen reicht es in Art und Weise. Die krassen Halo-Postkarten natürlich mit am Start. Genauso wie eine kleine Action-Figur, die nicht fehlen darf. Ein super Poster von Ausrüstung hier, Melonie und so. Hast du nicht gesehen. Und das ist der Fernseher, den ich zocke. Ein 48 Zoll Philips 3D-Fernseher. Mit Internetgedönsen, Scheißdrecks und sowas. Und da unten drunter haben wir meine etwas veraltete Xbox 360. Die ist schon uralt jetzt, die macht schon Macken und sowas. Hast du nicht gesehen, wird Zeit für eine neue Konsole. So, kommen wir zum nächsten Wohnschrank, Wohnwand. Hier haben wir erstmal mein cooles Halo-Schwert. Das musste unbedingt da sein, das ging nicht anders. Die Steelbook Edition von Sniper Ghost Warrior 2. Darkness Limited Edition, also Darkness 2. Und letztens gegönnt die Mass Effect Trilogie. Und zum späteren Anlass auch nochmal This Is It muss natürlich hier drauf. Und mein süßer kleiner verstorbener Hund. Wie die Zeit vergeht. So, kommen wir mal zu dem Schrankinhalt. Hier haben wir natürlich diverse Spiele. Leider nicht alle, die ich jemals gespielt habe, weil ich blöderweise ein paar verkauft habe. Unter anderem Assassin's Creed 3, wie natürlich jeder weiß, Dragon's Dogma, Xbox Live Arcade, Mass Effect 3 als Einzel nochmal, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Den ersten Teil gab es ja nie für die Xbox. Battlefield Bad Company 2 ist bei mir leider kaputt. Das hier ist Viva Pinata. So, und das hier ist Kung Fu Panda. Total cool. Halo, die erste Variante, wirklich die allererste Halo-Gedönse hier. Natürlich auch am Start, das darf nicht fehlen in der Halo-Sammlung. Dann natürlich die Erneuerung davon, Halo 3, ODST, Forza Motorsports 3. Mit das beste Rennspiel, was ich je gespielt habe, World Poker, World Series of Poker. Habe ich nie gespielt, habe ich geschenkt bekommen. Darkness 2 hier nochmal, Science and Battlefield 3, Limited Edition, Aragorn, Death Jam, Rapstar, ich bin totaler Rap-Fan. Aber halt nicht dieses Ficken und Blasen und dicke Eier und sowas, so ein Scheiß. Und ich bin eher so von diesen Unbekannteren, bin ich eher der Fan. Weil die wesentlich sinnvollere Lieder machen, meiner Meinung nach. Dann Kinect Adventures, Back of the Line, ein unglaublich geiles Spiel, das muss man unbedingt gespielt haben, ey, einmal mindestens. Call of Duty Black Ops 1 ist das noch, ja. Die Legende der Wächter, was wir auch gerade am Let's Playen sind, wie jeder weiß. Halo Reach ist noch am Start und hier haben wir die Sonderedition hier, Mass Effect hier, diese dicke Box, wo 1, 2 und 3 mit drin ist. Dann Dragon Ball Z, ich weiß nicht, was das heißen soll, Digimon War 2003 und Digimon Rumble Arena und hier nochmal Guild Wars 2, da müsst ihr eigentlich auch mal langsam weiterspielen. Unten drunter haben wir dann eine richtig schöne Buchreihe mit 10 Stück bis jetzt, das sollen 15 Stück mal werden und das sind jetzt
10 Bücher insgesamt, die ich jetzt hier stehen habe. So, sieht man zwar nicht. Alles immer schön mit einem anderen Hardcover drauf. Ist ein bisschen teuer, die Bücher, aber es ist eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Doch, es kann sich auf jeden Fall lesen lassen. Seid ihr auch mal an ihr Banausen, mal so ein Buch lesen hier. Verrückte Mongos hier. Junge. Gut. Dann kommen wir mal zu meinem DVD-Schrank. Da haben wir natürlich gleich am Anfang Fast and Furious, die Vierer-Box. Dann den fünften Teil noch, Digimon. Der Film Dragonheart 1 und 2 am Start, Balto 1 und 2, Balto 3, Prinzessin Mononoke. Ich bin absoluter Ghibli Studio Fan und vor allem Hayao Miyazaki ist best ever man of the world, ey. Durango am Start, das ist es natürlich auch als DVD. Königreich der Katzen, ein Lern-DVD, wie man einen Teich richtig pflegt und sowas. Das darf nicht fehlen in einer Sammlung, meine Damen und Herren. Dann natürlich auch Halo Legend, die DVD, Dinotopia, Avatar und natürlich auch die Legende der Wächter. So, unten drunter haben wir dann eine kleine CD-Sammlung von Computerprogrammteilen und hast nicht gesehen, alles drum und dran. Ja, alles original, meine Damen und Herren. Und meine wunderschöne Panflöte. Ja, peinlich. Dann habe ich mir natürlich... Scheiße. Muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe auch jetzt von meinem Laptop bin ich weggegangen, weil der wieder kaputt ist und ich natürlich wieder kein Let's Plays hochladen kann. Das ist alles für den Arsch und so. Und ich habe eine süße Katze. Ja, bitte Knuffi, ne? Bitte Knuffi, bitte feine Knuffe. Hui. Also, und mein Headset, Turtle Beach X41er ist das hier, ne? Schnupper, schnupper, schnupper. Ja, wie gesagt, ich habe dann erstmal meinen Laptop abgegeben, habe jetzt einen Computer bekommen und musste mich dafür natürlich dementsprechend auch erstmal dick einrichten. Und da habe ich mir mal was gegönnt. Alles hier dick von Razer habe ich mir jetzt geholt. Einmal die Tastatur Black Widow für 79 Euro. Gibt es auch nochmal mit blinkenden Tastaturen, also sprich mit leuchtenden Tastaturen. Aber kostet 129 Euro, das haben wir doch ein bisschen zu happelig. Dann das Headset Tiamat. Hessa! Okay, Headset Tiamat für 99 Euro, konnte ich leider nicht ausprobieren, Erklärung gleich, mein Razer Vespula als eine Unterlegscheibe, einmal mit glatten, einmal mit rauen Unterleger und natürlich auch eine Maus von Razer, der Wrath Adder, für 69 Euro, das Ding hat 39 Euro gekostet. So, dann kommen wir mal zu meinem Aufnahme-BZW Schneideplatz, würde ich sagen. Hier haben wir eine richtig coole Lampe. Ich habe eine coole Lampe. Und hier haben wir meinen richtig coolen Schreibtisch, den ich mir mal gegönnt habe. Erzählen muss ich, hier war eigentlich normalerweise ein 21 Zoll Fernseher, den ich mir mal gegönnt habe. Ich muss mal sehen, was da draußen los ist. Die sind am Bauen, am Machen hier. Es ist zum Heulen. Er kann keinen Tag vernünftig ausschlafen. Jedenfalls, 21 Zoll Fernseher, von dem habe ich eigentlich normalerweise dann die Let's Plays gespielt, hier drauf. Aber kam mir letztens irgendwie die Idee, ist doch total sinnlos und doof und hast nicht gesehen. Deswegen habe ich jetzt hier einen Desktop stehen, den ich aber demnächst austauschen werde, wenn mal wieder ein bisschen Kohle da am Stil ist. Zurzeit bin ich nämlich leider arbeitslos. So, dann haben wir hier am Anfang mein Rode NT-A1 Mikrofon gedöhnt. Ja, ich habe das Ding nicht umsonst auf. Das ist nämlich total mit Katzen und sowas. Es ist immer doof. Im Paket enthalten, was 179 Euro kostet, das Paket, ist dieses Stoffding und die Spinne und natürlich das Mikrofon. Das Ding habe ich mir einzeln geholt. Das ist ein Arm, ein Tischarmteil hier, keine Ahnung, für 49 Euro, glaube ich. Ein Aufnahmegerät an sich ist das Roxio Game Capture. Es gibt jetzt ein neues, es gibt dieses Pro-Gedönse, keine Ahnung, ich habe das hier. Das ist eigentlich von Anfang recht cool. Achso, und für das Mikrofon braucht ihr auch noch so ein Phantom-Speisegerät. Ich habe mir eins gegönnt namens, jetzt muss ich kurz gucken, Xenix 302 USB. Da könnt ihr auch Mikrofon dran machen, Headset, ihr könnt auch Musikinstrumente dran stecken, was ihr alles hier ändern könnt. Ich habe keine Ahnung, ich habe es einfach mal so nach bestem Wille eingestellt. Wenn irgendjemand von euch da draußen Ahnung hat von so einem Gerät hier, sagt mir mal, wie ich das am besten einstellen soll, damit sich das vom Stimmen her noch ein bisschen besser anhört. So,
Schneiden, aufnehmen, hast nicht gesehen, also schneiden an sich, tue ich mit diesem wunderschönen Teil. Dann seht ihr den Preis, 59,95. Man kann damit auch voll cool Bildschirmaufnahmen machen, vom Desktop aus. Sprich, man könnte also auch Computerspiele jetzt hier mit Let's Play, wenn ich wollte. Das ist also ganz nice eigentlich, das werde ich auch mal demnächst mal ausprobieren. Ja, das war das. Und hier haben wir erstmal meine alte Tastatur noch, die neue liegt da unten etwas geschützter. Genau wie meine Maus und mein Dingens. Die eine Maus habe ich letztens geschrottet. Erklärung folgt. Da ist mein Headset, mein Bildschirm, wie gesagt. Und mein cooler USB-Anschluss mit einem coolen, ne? Hast du nicht gesehen? Voilà. Hier mein cooler Sitzkissen hier. Und mein krasser Rechner. Ich weiß nicht, was der alles hat. Frag mich nicht. Es funktioniert. Naja, fast. Dann haben wir hier, ja, habe ich ja schon gezeigt. Und meinen coolen Soundstuhl, der jetzt eigentlich dann auf dem Computer angeschlossen werden soll. Ja, Problem ist jetzt zurzeit, dass ich gar nicht aufnehmen kann, weil mein Computer nicht mit Windows XP läuft und ich brauche Windows 7, zum einen wegen diesem Gedönse hier. Das funktioniert nur auf Windows 7 und ja, keine Ahnung, das war alles zum Spacken Scheiße, also hat sich auch nicht gelohnt, irgendwas drauf zu installieren und sowas. Jetzt warte ich da bis Sonntag und dann schmeiße ich alles drauf und dann wird auch hoffentlich jetzt played. Ein anderer ist jetzt auch stark am Versuchen, der will vom Computer aus Spiele aufnehmen und hat da halt mit den Frames noch zurzeit Probleme, aber er ist jetzt halt schon stark dran, alles wirklich mitzumachen. Ich freue mich. Mein kleines Mockerbärchen wird dann mitmachen. Ja, mein Mockerbärchen. Ja. So, meine Freunde. Ich bedanke mich extra nochmal wirklich für diese Geduld, die ihr zurzeit da aufbringt bei meinem Kanal, dass ihr wirklich noch abonniert und nicht deabonniert habt. Wirklich vielen, 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 vielen Dank. Ihr seid jetzt schon die beste Community, die ich haben konnte. Weil eigentlich, ganz ehrlich, ich hatte mich schon längst deabonniert. Ganz ehrlich, weil mir das einfach zu blöd gewesen wäre, abonnieren. Und dann, jetzt kommen mal 2 Wochen Videos, jetzt kommen mal wieder 3 Wochen keine Videos und hast nicht gesehen. Und bla, bla, blub, Gedöns, bla. Und deswegen freue ich mich wirklich riesig. Was mich nur ein bisschen stört, ist, dass absolut keine Kommunikation zwischen uns herrscht. Ich frage es einmal, schreibt es in die Kommentare, schrotet es in die Kommentare. Aber leider tut ihr das nicht und deswegen möchte ich jetzt ein bisschen mal was anderes starten und zwar eine kleine Interaktion mit euch. Und zwar möchte ich jetzt gerne von euch einfach mal eine Videoantwort gepostet haben oder auf unsere Small Feather Game Facebook-Seite, einfach mal entweder dort ein Bild schicken oder halt unter diesem Video eine Videoantwort senden. Und zwar, wo ihr so zockt und wie euer Platz so aussieht, mit was ihr so zockt und hast nicht gesehen, mit welchen Controllern. Achso, mein Controller ist es hier, der silberne, obwohl ich den jetzt wegschmeißen muss, weil, wo bin ich da? Weil das Ding da halt nicht funktioniert, ich kann es nicht mehr reindrücken, die Steuerung. Total doof, ich werde mir wahrscheinlich dann einen Razer-Controller holen. Kein Plan. Ja, deswegen möchte ich das gerne mal mit euch machen. Postet, wie gesagt, ein Bild bei Facebook auf der Fanpage-Seite oder halt, ja, wie gesagt, bei YouTube eine Videoantwort und zeigt einfach mal, von welcher Position aus ihr zockt und was ihr am liebsten so zockt. Einfach nur so aus Spaß. Man weiß ja nie, was dabei rauskommt, ne? Ja, und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich finde euch super. Wie gesagt, ruhig mal ein bisschen mehr mal labern und sowas mit mir, was wollt ihr anders haben, was möchtet ihr anders haben, was für Spiele wollt ihr denn mal gerne haben, weil ich demnächst auch umziehen werde und viel besseres Internet haben werde, dann kann ich auch wesentlich mehr Let's Plays machen, wesentlich mehr Spiele hochladen. Oh, ich habe so eine coole Hand. Und ja. Oh, Entschuldigung, das war meine Füße. Wird auch keiner sehen. Ja, vielen, 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 vielen Dank für ja die 20 Abonnenten und hoffentlich werden es noch ein bisschen mehr, auf dass wir gemeinsam schöne Spieltage erleben, Spielstunden erleben können und uns gemeinsam an diese neue Art der Geschichtenerzählung erfreuen können. Vielen Dank und hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen und wünsche noch allen viel Spaß beim Zocken. Euer Skyline. Bis dann.